Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Tim und die Titanfall-Beta-Phase hat ja begonnen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so auf dem Zettel gehabt, weil ich in der letzten Zeit, in den letzten Tagen wirklich ziemlich beschäftigt war. Zum einen, weil wir gerade Klausuren schreiben in der Uni und zum anderen, weil ich wirklich ziemlich viel zu tun hatte rund um meinen Shop. Allerdings habe ich jetzt heute mal ein bisschen Zeit gefunden, wieder ein bisschen den PC anzuschmeißen und ein bisschen zu daddeln. Ich hatte die Titanfall Beta ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Zettel, habe mich auch noch nicht dafür angemeldet, beziehungsweise heute habe ich es dann gemacht, heute Abend, und weiß deswegen auch nicht, ob ich überhaupt noch einen Beta-Key bekomme. Das scheint ja so abzulaufen, es ist ja eigentlich eine Open-Beta, für die sich jeder anmelden kann, allerdings bekommt nicht jeder einen Key. Man muss dann sozusagen hoffen, dass man einer der Auserwählten ist, die mit irgendeinem Auswahlverfahren oder ich denke eher, dass es per Zufall läuft, dann ausgewählt werden und so einen Beta-Key zugeschickt bekommen. Und mein Freund Erik, den ja die meisten von euch wahrscheinlich kennen, Ruka heißt er in-game, hat einen Beta-Key bekommen, der Glückliche. Gestern glaube ich schon, nee, heute war es glaube ich. Und von dem habe ich mir dann mal den Account ausgeliehen und habe ein paar Ründchen gespielt. Ich habe noch nicht wirklich viel gespielt, 4-5 Runden vielleicht insgesamt und bis jetzt auch nur diesen Spielmodus Hardpoint, was einfach ein ganz normaler Herrschaftsspielmodus ist. Und ihr seht, ich sah hier gerade schon ganz schön viele Kills ab, allerdings sind das nur Bots, die ich hier jetzt gerade kill. Ich bekomme auch nur 20 Punkte pro Kill dafür. Das liegt daran, dass das Prinzip bei Titanfall so ist, dass man 6 gegen 6 spielt. Hier sind jetzt gerade zwei richtige Gegner, da sehe ich, bekomme ich auch 100 Punkte pro Kill für. Das Prinzip so ist, dass man 6 gegen 6 spielt, jedenfalls bei Hardpoint. Und der Rest des Servers dann aufgefüllt wird mit Bots, die, ehrlich, um ehrlich zu sein, nicht viel taugen. Also die stehen eigentlich eher gesagt im Moment nur blöd in der Gegend rum. Vielleicht ändert sich da noch was, aber aktuell können die nicht wirklich viel. Ihr seht ja auch, wie holt man einen nach dem anderen so weg. Die sind halt dafür da, dass man ein bisschen Punkte farmen kann. Und ja, so dann eben sich ein bisschen hochleveln kann. Und wenn man dann... Das geht leider nicht nach Punkten. Ich fände das eigentlich ehrlich gesagt besser, wenn es nach Punkten gehen würde. Vielleicht kann man das, ändert sich das im Hauptspiel noch. Nach einer bestimmten Zeit hat man dann seinen Titan freigeschaltet und den kann man sich dann entweder per Titanfall, wo auch der Name des Spiels herkommt, auf das Spielfeld droppen, wie ich es jetzt eben so gemacht habe. Oder wenn man gerade tot ist, kann man auch direkt in ihn reinspawnen. Dann steigt man direkt als Titan sozusagen wieder ein und das sind halt diese großen Roboter, mit dem man dann einiges an Kills abräumen kann. Ich bin hier eher noch damit beschäftigt, ein paar Bots zu töten, weil die alle auf mich raufgehen. Allerdings macht das dann doch schon Spaß, wenn die Gegner dann auch noch ein paar davon am Start haben und man hat dann eben verschiedene Waffen zur Auswahl. Man hat dann einen ganz normalen Klasseneditor, sowohl für die Titans auch als auch für seinen ganz normalen Soldaten. Man kann sich dann eben verschiedene Primärwaffen, auch verschiedene Upgrades und Verteidigungsmechanismen auswählen, die ich hier in dieser Runde ehrlich gesagt noch nicht wirklich benutzt habe, weil ich es alles noch nicht so gepeilt habe. Das war, glaube ich, meine zweite Runde, die ich überhaupt erst gespielt habe. Und von daher, ja, ist das noch nicht so optimal und so gut gespielt. Ich kann aber grundsätzlich sagen, die Beta macht mir doch schon wirklich viel Spaß. Deutlich mehr Spaß, muss ich sagen, als es mir als die Battlefield 4 Beta zu dem Zeitpunkt. Weil das Spiel läuft einfach schon richtig rund. Das ist gut, es ist auch die Source Engine, da muss keine Engine mehr entwickelt werden oder so. Dementsprechend sieht es jetzt auch nicht super, also nicht super geil aus, das Spiel, aber die Grafik ist schon in Ordnung. Und ja, hier haben wir uns gerade irgendwie gegenseitig gekillt, der Gegner und ich. Und der ist dann, hat dann dieses eine Upgrade, das ist zum Beispiel jetzt so ein Perk, was man haben kann, dass man eben automatisch rausgeschossen wird aus seinem Titan. Und wie gesagt, die Beta läuft ziemlich, ziemlich rund. Ich hatte bis jetzt einen Absturz, was natürlich nicht so erfreulich ist, aber ansonsten, ich habe die Grafikeinstellungen so hochgeballert, wie es nur geht. Klar, es ist die Source Engine, die braucht auch nicht viel Leistung, aber so an sich, das Gameplay, das Spielgefühl ist alles richtig direkt, da laggt nichts, da hat man keinen Input-Lag oder sowas, also das lässt sich echt richtig gut spielen und ich glaube auch, dass das Spiel selbst ohne Titans richtig Potenzial hätte und richtig viel Spaß machen würde, weil allein dieses schnelle Gameplay, was man sonst ja eigentlich nicht unbedingt so kennt, ein bisschen angedeutet wird sowas auch noch in den Crysis-Teilen, wo man ja auch ziemlich schnell laufen kann teilweise, ist schon was anderes im Gegensatz zu so einem normalen
Shooter wie Battlefield oder Call of Duty. Das hat schon ein anderes Gameplay-Gefühl und man kann hier ja auch, wenn man das Movement so ein bisschen drauf hat, auch über die Wände springen und so weiter und so auch auf Gebäude raufkommen. Was ich jetzt noch nicht so gemacht habe, allerdings habe ich schon Gegner gesehen, die das echt wirklich richtig gut drauf haben und dann eben auch auf den Dächern drauf saßen und vielleicht auch ein bisschen geschimmelt haben, was dann natürlich auch wieder eine Schattenseite an diesen Möglichkeiten ist. Allerdings im Großen und Ganzen gefällt mir die Beta bis jetzt echt gut. Das kann sich natürlich noch ändern. Ich habe, wie gesagt, erst 4-5 Runden gespielt. Allerdings bis jetzt macht sie wirklich einen guten Eindruck auf mich und könnte auf jeden Fall ein Spiel werden, was ich mir vielleicht kaufe. Die Waffe, die ich jetzt in der Hand habe, das ist eine Anti-Titan-Waffe sozusagen, die man eben nur gegen die gegnerischen Titans einsetzen kann. Da gibt es auch verschiedene. Bis jetzt gibt es an Primärwaffen aus jeder Klassengattung eine sozusagen hier. Einmal die Karabiner, die ich hier selbst auch gerade spiele. Dann gibt es eine Maschinenpistole, eine Sniper, eine Shotgun und irgendwas muss es noch geben, weil es gab 5 Waffen. Ich meine, ein Sturmgewehr gab es nicht. LMG vielleicht? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, tut mir leid. Als Sekundärwaffen 2 verschiedene Pistolen, die man zur Verfügung hat. Und dann noch, ich glaube, 4 Perks insgesamt. Da gibt es dann so einen Defensive Perk und noch so ein anderes. Und ihr seht wirklich, diese Bots, die kann man so hintereinander weckeln. Das ist jetzt gerade wieder ein richtiger Gegner hier, wo ich gerade etwas Glück habe, dass er mich nicht holt. Grundsätzlich war die Runde aber eigentlich ganz okay. Und ich hoffe mal, dass ich auch noch meinen eigenen Beta-Key bekomme. Zu eurer Information vielleicht, wenn ihr euch das Spiel, wenn ihr euch noch nicht für die Beta angemeldet habt, dann könnt ihr das noch bis zum 17. Februar machen, beziehungsweise bis zum 17. Februar werden Beta-Keys vergeben. Ich denke auch, dass man sich dann bis zu dem Tag noch anmelden kann und mit etwas Glück bekommt man dann noch einen Beta-Key zugeschickt. Wie lange die Beta insgesamt geht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich könnte mal eben nachgucken, ob ich da auf die Schnelle was finde. Wie gesagt, ich war in den letzten Tagen sehr beschäftigt, habe mich da jetzt auch noch nicht weiter informiert. Allerdings denke ich mal nicht, dass die so lange anhält, weil ich meine, auch Mitte März steht das Spiel dann auch schon in den Regalen, in den Läden. Von daher ist es eigentlich anscheinend auch schon so gut wie fertig. Und wie gesagt, das läuft ja eigentlich auch ziemlich rund, bis auf die Tatsache, dass es bei mir schon einmal abgestürzt ist. Ja, was ich vielleicht noch ansprechen könnte, als kleine Taktik, wie man so einen Titan eigentlich tötet. Ihr habt ja einmal gesehen, wie ich da, oder zweimal, wie ich da versucht habe, mit meiner kleinen Kanone da drauf zu gehen. Es bringt nicht wirklich was. Die effektivste Methode ist eigentlich, wenn man sich von hinten sozusagen anschleicht, in Anführungszeichen, oder vom Dach eines Gebäudes oder so drauf springt und dann auf diesem Titan drauf sitzt und ihn dann sozusagen im Nahkampf erledigt. Das ist eigentlich ziemlich effektiv. Und eigentlich auch eine der häufigsten Ursachen, weshalb man dann letztendlich stirbt. Und ich wurde hier jetzt von einem oben auf dem Dach geholt. Wie gesagt, wenn man ein bisschen Movement hat, kann man da recht einfach drauf kommen. Hardpoint geht bis 400 Punkte. Ihr seht es unten links im Scoreboard. 370 zu 233. Also die Runde ist gleich zu Ende. Recht unausgeglichene Teams gerade gehabt. Und am Ende der Runde ist es dann so, dass das Verliererteam per Flugzeug oder halt so ein, ihr seht, das ist ja ein Zukunftsszenario, mit so einem Luftschiff dann abgeholt werden und man dann noch die Möglichkeit hat, so viele Gegner wie es geht, solange man nicht selbst stirbt, in diesem Zeitraum noch zu töten. Die Gegner müssen es halt zu diesem Luftschiff schaffen. Ich weiß nicht genau, wo da der Sinn hinter ist, ob man das noch irgendwie anders oder besonders gestalten wollte oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Irgendwie, keine Ahnung, den Sinn da drin, dahinter habe ich noch nicht wirklich verstanden, ehrlich gesagt. Und ihr seht schon, 400 Punkte eben muss es auch schon drin gestanden haben, dass wir die Runde gewonnen haben. Und jetzt müssen die halt zu diesem Luftschiff kommen. Und wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich halt raus und muss warten, bis die Runde komplett zu Ende ist. Finde ich irgendwie ein bisschen doof gemacht. Deswegen habe ich hier jetzt auch die Aufnahme beendet. Und ich werde in den nächsten Tagen, wenn ich dann vielleicht nochmal zum Spielen komme, ich denke, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Dann vielleicht noch ein etwas ausführlicheres Video machen, wo ich dann noch etwas genauer in die Klassen oder so eingehen kann. Aber das war es jetzt erstmal als erster Eindruck zur Titanfall Beta. Und ich bin jetzt raus. Haut rein, Leute. Bis dann.